Moin Moin, willkommen zurück. Ja, ihr seht's, LC Racing hat's mir angetan. Bin mal wieder schlecht vorbereitet. Der andere ist wohl noch im Auto. Egal. Auf jeden Fall ist das hier ein neues Modell. Für mich. Es ist nicht unbedingt was neu. Also ist, LC Racing ist neu, sagen wir es mal so, klar. Aber für mich ist mein zweiter. Hoppala. Steht wieder. Es ist mein zweiter. Ich hatte ja, ich zeige es einmal vorher. Da. Das ist ja der, den ich habe schon. Der Desert Truck. So, jetzt hat es mir aber so angetan, jetzt dieser Wettbewerb, den ich da in Lüneburg gefilmt hatte, dass ich unbedingt auch noch so einen brauchte. Und da bin ich schön günstig rangekommen bei eBay. Hab zugeschlagen, hatte Glück, kostet jetzt 149 Euro, genau. Und das ist das Kit, das ist zum selber zusammenbauen. Da ist keine Funke bei, da ist kein Empfänger bei natürlich, das ist natürlich klar. Was dabei ist, ja, das komplette Auto mit klarer Karosserie und ein Servo. Das heißt, es ist auch kein Motor und kein Regler dabei. So, jetzt habe ich aber schon mal bei eBay rumgeguckt, was es da so denn für Kombos gibt. Klar kann man sich den Tuning-Motor von Tenshock holen. Genauso gut ist aber auch der Standard-rote Motor. Da, die beiden unterscheiden sich eigentlich nur in 350 kV. Was Sie wenigstens wissen, der Original-Standard-Motor, der in den RTR-Fahrzeugen ist, das ist schon ein Tenshock-Motor, der ist nur ungelabelt. So. Jetzt kann man sich aber auch ganz normal, jetzt kann man sich natürlich auch für 50 Euro oder 60 Euro, wie viel der Motor kostet, den Tenshock-Motor holen. Der hat dann, wie gesagt, 350 oder 400 kV mehr. Sieht ein bisschen schicker aus und ist, glaube ich, auch ein Ticken kleiner. Also, er bietet wieder Vorteile wie Nachteile. Nachteil ist natürlich, ihr müsst Geld dafür ausgeben. Vorteil ist, ihr habt ein bisschen mehr Druck. So. Ich überlege mir, was ich hier mache. Hier brauche ich natürlich ein neues Kombo. Habe aber auch schon Kombos gesehen, die kriegen man Motorregler-Kombo zusammen für 28 Euro. Die haben dann auch 4500 kV oder 4000, je nachdem, was man haben will. Und die eine Kombo habe ich schon mal bestellt. Die hat Basti jetzt bekommen, weil Basti hat das gleiche Modell sich auch bestellt. Basti wird die testen. Wir fahren dann mal Desert Truck gegen Buggy nebeneinander und lassen die mal gegeneinander fahren, wo sich da jetzt die Unterschiede befinden der Kombos. Deswegen hat Basti die bekommen. Gut, machen wir mal auf. Gucken wir mal rein, wie das dann da aussieht. So, hier ist natürlich gleich wieder Infoblatt, was es alles gibt. So, hier sind natürlich verschiedene Servos drin. Ja, da bin ich überfragt, was das mit den Servos soll, weil es passt nur eine Größe an Servo rein und das ist genau diese hier. Ich weiß nicht, was die hier drauf abgebildet sein sollen. Es gibt natürlich, ja, hier sind nochmal die anderen Modelle. Es gibt natürlich sechs. So, welcher ist wieder nicht drauf abgebildet? Also doch eben hier gehabt. Short Course, Desert Truck, abgebildet, beide. Rallye ist drauf. Der Truckee ist nicht drauf, ja klar. Der Truckee ist nicht drauf, der Truckee ist nämlich das einzige Brushless-Modell, das einzige Brushless-Modell, ja, was lackiert ist. Hier seht ihr jetzt alle unlackierten Modelle und ihr erkennt, wie schon einmal gesagt, wenn die Karosserien unlackiert sind, dann sind es die Brushless-Modelle. Oder es sind halt die Kits. So, gucken wir rein. Hier haben wir schöne, viele Aufkleber. LC Racing macht schön Werbung. Small Car, Big Fun. Das finde ich gut. Denn die Dinger, wie ich habe ich schon oft genug gesagt, die darf man echt nicht unterschätzen. Die haben echt einen Affenzahn drauf. So, das ist jetzt was anderes. Das ist für mich ungewohnt. Das ist die Karosserie. Also das ist meine Hand. Gut, ich hab größere Hände, aber das ist nicht groß. Ne? Hier ist allerdings ganz gut, wenn ihr, das ist jetzt der Unterschied, finde ich, zu den RTR-Fahrzeugen.
Bei den RTR-Fahrzeugen, wenn ihr sie lackiert, da ist keine Schutzfolie auf der Karosserie. Hier steht jetzt drauf, dass ein Schutzfilm drauf ist. Das finde ich wiederum gut. Bei den RTR-Karosserien, wenn ihr sie lackiert, weil die ja klar sind, müsst ihr das von außen abkleben. So, hier haben wir schon die vorgefertigten Buggy-Räder. Sie sind schon verklebt. Für den Anfang werden sie reichen, aber lange nicht. Na, man sieht den Unterschied vorne, hinten. Entschuldigung. Hier ist vorne, hier hinten. Das ist ein Ticken breiter hier. Weil die im Grunde zu weich sind. So, was haben wir hier? Hier haben wir schon bereits ausgelaufenes. Wie man sieht, das ist hier überall matschig drin. Ich habe sowieso ein besseres Öl dafür, glaube ich. Das ist jetzt 3000er und 200er Öl und Fett. Grease hier. Ja, dann werde ich wahrscheinlich mein eigenes nehmen. Das werde ich wahrscheinlich genauso wie es ist wegschmeißen. So, hier haben wir Servo. Servo Saver Feder. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch einen Teil dann der Lenkung da drin haben. Ja, das ist der Servo Saver drin mit gedichteten Kugellagern. Achtung, armer Fahrer. EC-Autos haben gedichtete Kugellager. Von Anfang an. Der andere auch schon. So, hier sind Klammern, ja, Schrauben, Muttern, alles Mögliche. Das sind echt teilweise richtig kleine Schrauben drin. Also, wer sich sowas selber zusammenbauen will, braucht echt klitzekleine Kreuzschraubendreher, weil doch hier so vier, fünf Schrauben im Auto sind, die sind echt klein. So, das ist natürlich Grundplatte, das ist klar. Es gibt das ganze Set natürlich auch in Carbon zu erwerben bei dem Werner Machel über Facebook. Der hat auch seinen eigenen Laden jetzt aufgemacht. Da werde ich mir noch überlegen, aber ich gehe mal davon aus, dass ich es mir holen werde, weil ich Lust dazu habe. Weil ich möchte mal so ein richtig. Ich habe noch nie ein Wettbewerbsauto gehabt und ich möchte mal ein Wettbewerbsauto haben und ich habe mich jetzt hierfür entschieden, weil die mir sehr viel Spaß machen. Und gerade Offroader mir auch sehr mehr Spaß machen als Onroader, sagen wir mal so. Und ich guck mal, was daraus wird. So, hier haben wir jetzt natürlich noch Chassiswaren, Antriebswelle, Motorhalter. Sehr schön hier die Schiebefunktion. Na, ihr könnt das wieder auseinanderschieben. Akkustraps, Akkuhalter ist da drin. Hier ist alles Mögliche drin. Das hier ist ein bisschen schwerer. Hier ist zum Beispiel, ich sehe die Lenkung, ich sehe sämtliche anderen Teile, Flügelhalter. Ich glaube, die Diffbox ist hier auch noch drin. Achso, das ist die Rutschkupplung. Da ist das HZ drin. Also, wie gesagt, ihr habt ein komplettes Set. Hier sind die Querlenker. Wieder überall gedichtete Kugellager. Das sind die Aludämpfer. Jawohl, Aludämpfer hat das Auto auch schon. Also, das sind, wie gesagt, das sind keine schlechten Autos. Hier ist ein Stabi-Set bei. Muss mal gucken. Na, ich werde. Nee, das ist wahrscheinlich nur für ein Auto da drin, weil der RC Racing hier, der Desert Truck, hat natürlich die RTR-Fahrzeuge, haben keine Stabis. Die müsst ihr wieder extra kaufen. Das Kit hat Stabis. Wenn ihr eine Funke habt und einen Empfänger rumliegen, so wie ich, hier sind die ganzen Diff, hier ist das komplette Diff-Innenleben drin. Wenn ihr sowas liegen habt, kommt ihr mit so einem Bausatz wesentlich günstiger dabei weg. Weil so ein RTR-Fahrzeug kostet immer so 250 bis 300 Euro. So könnt ihr damit rechnen. Dann habt ihr auch, wie gesagt, das Ladegerät dabei, den NIM-Akku, die Funke. Das ist das, was der fortgeschrittenere Modellbauer nicht braucht. So. Ich hätte es mir gleich mal so machen sollen. Hätte ich mir ein bisschen Geld gespart. Allerdings bereue ich es auch nicht so wirklich, weil der andere macht mir wirklich Spaß. Den werde ich als Offroad-Rotzkarre weiterbehalten und den Buggy wirklich nur in der Halle fahren, im RC Glashaus oder in Lüneburg, wieder beim RCV Lüneburg. So, gucken wir uns einmal die Anleitung an. Also wir fangen sofort mit der Rutschkupplung an. Hier ist das, glaube ich. Nein, ich irre mich. Das ist tatsächlich das Diff. Ich habe es gerade nur durch die Kamera geguckt. Sollte auf die Anleitung gucken.
Ja, Getriebe, alles Mögliche. Hier, ich komme unter 3000er Öl rein, sagen sie. Also hier wird alles wirklich, das ist alles originalgetreu hier, steht 1 zu 1. Könnt ihr daneben legen, der macht ja auch wirklich keine Fehler, wenn ihr es zusammenbaut. Die Anleitung macht einen, ja, normal guten Eindruck. Da hat man schon schlechtere gesehen von weitaus besseren Herstellern oder sagen wir mal nicht besseren, größeren Herstellern. Und ja, ich denke mal, damit kommt man klar, wenn man wirklich Schritt für Schritt arbeitet, sollte das kein Problem sein. Ist hinten noch irgendwas Besonderes? Hier steht, dass die Reifen geklebt werden sollen. Not included in Kit. Ja klar, der Kleber ist nicht dabei. Ich gucke jetzt, ich mache es jetzt nochmal auf. Ich mache die Räder jetzt mal auf und gucken wir mal zusammen rein. Jetzt mal so ein Rad, aber der ist geklebt. Ja, wenn ich es jetzt auf Anleg kriege, wahrscheinlich auseinandergerissen, aber das möchte ich natürlich nicht. 12 mm Sechskantaufnahmen sind das übrigens. Vorne wie hinten. Und so zum normalen Fahren sind die wahrscheinlich echt top, muss ich sagen. Also beim Desert Truck habe ich echt massig Grip. Außer es wird feucht, aber das ist natürlich völlig normal, dass man an den Grip verliert. Aber jetzt auf der Strecke in Lüneburg, wo ich war, da haben die Räder, das sind ja ähnliche, so viel Grip gehabt, dass der Wagen in der Kurve einfach umgekippt ist. So, die sind natürlich so weich, die drücken sich richtig überall hin. Mal gucken. Ja, ich werde mich jetzt natürlich, ich habe voll Bock drauf, ich werde mich natürlich jetzt voll sofort ransetzen und das Ding zusammenschustern. Und ja, dann zeige ich euch, wie es fertig ist. Wenn es fertig ist. Wie es aussieht, wenn er fertig ist. So, das möchte ich sagen. Ja, ja, ich leg los. Gucken wir mal kurz auf die Zeit. Es ist 14:15 und ich fange jetzt, sagen wir mal, wir rechnen ab 2. Dann fange ich an und dann messe ich mal die Zeit, wie lange ich brauche. Dann bis gleich. Oder später eher gesagt. So, kurzer Zwischenstand. Musik lasse ich jetzt laufen. Nur mal so, ne? Ich bin jetzt schon bei Paket 3 von. Oh, sind noch 4, 5 Pakete sind da noch, also sind insgesamt 8 Pakete. Das sind die Diffs. Sind die süß? Machen aber einen echt guten Eindruck. Die Kugellager muss man tatsächlich ein bisschen raufkloppen hier, weil die müsst ihr nicht vorher rauf machen auf den Mitnehmer, sondern die könnt ihr hinterher einfach rüberschieben. Dafür ist das am Gehäuse dann ein bisschen enger. Geht aber doch ganz gut rein und hält auch ganz gut. Dazu zeige ich einmal ganz kurz was ich als wichtig empfinde. Und zwar die Diffs haben 4 Spider, also insgesamt 6, die 2 großen und 4 kleine. Das wird hier auch so gezeigt. Da ist ein großes und hier sind die 4 kleinen. Da unten ist noch ein großes drin. Die sehen aber nicht so aus. Und es baut sich auch nicht so zusammen, wie es hier aufgezeichnet ist. Ne, das gehört so nicht. Ne? Also wir haben hier wirklich diese ganz normalen Standard-Diffs. Ich zeige euch auch nochmal hier. Das Bauteil hier, das sieht im Leben nicht so aus. Das sind wirklich die Kegelräder, die da eingebaut sind. Wie man sie aus allen anderen Autos kennt. Ist das jetzt hier auch so? Ja, es ist ähnlich hier. Hier ist auch noch ein Kegelrad. Also, die sehen so aus. Na? Und das sind davon halt 6 in jedem Diff. Und achtet darauf, lasst euch da nicht in Irre führen. Sonst bisher, ich habe meine Hassarbeit schon gemacht hier. Die 4 Stoßdämpfer sind schon fertig. Na? Und ja, das ist jetzt, ich finde immer das Nervigste, mit das Nervigste. Die Lenkung kommt ja auch noch. Und ja, bisher dreiviertel Stunde. Donnerwetter, das nur für die kleinen Dinger. Na gut, machen wir mal weiter.
Tada! Fertig! Ja, ich gucke jetzt auf die Uhr. Es ist 17:45. Ich habe um 2 angefangen, habe kurz noch zwischendurch einmal 5 Minuten telefoniert, habe einmal pingeln. Pingelpause ist natürlich auch mit eingerechnet. Also sagen wir, 4 Stunden braucht man, um den kleinen Bomber da fertig zu bauen. Deutlich anspruchsvoller, als ich dachte, gerade eben, weil alles so klein ist. Und auch, weil ja, ich ein Problem hatte mit dem Servosaver. Da die Mutter, die von unten reingeschraubt wird, um die Feder zu spannen, auf den Stift mit dem Gewinde, das war sehr, sehr schwer. Ich habe mir da, glaube ich, auch was kaputt gemacht bei, aber es hält. Also ich habe im Grunde die Mutter raufgedreht und mir ein neues Gewinde gemacht mit der Mutter. Und es hält wunderbar, nur ich kann da halt nichts mehr dran einstellen. Na, bei Möglichkeit muss ich gucken, ob ich den Servosaver ja, einzeln nachkriege. Irgendwoher. Aber mal kurz zum Aufbau. Was ganz tricky ist, ihr müsst wirklich ganz genau hinsehen. Ich zeige es eben einmal, wenn ich es finde. Da. Das ist, ja genau, das habe ich nämlich vergessen gehabt. Das ist jetzt vorne. Und zwar nehme ich auch mal kurz hier. Und zwar baut ihr hier komplett den Triebling im Grunde zusammen. Und diese kleine Schraube hier vorne, die mit Loctite wirklich, hier steht es auch, festgemacht werden muss, weil die eben da in dem Stift drin steckt, die habe ich übersehen. Und habe alles fertig gemacht, hab die vordere Achse fertig gehabt. Und zack, ist mir aufgefallen, als ich dann nämlich, weil ihr müsst das zweimal machen, und zwar in dem Moment, wo ihr die Rutschkupplung fertig baut hier. Ganz hier vorne, wieder, baut ihr in das Gewinde, in den Stift, die kleine Schraube vorne, die das Kegelrad hier hält. Da seht ihr das, da. Da habe ich dann gemerkt, ich habe eine Schraube übrig, Kacke, hast vergessen, muss hinten nochmal aufmachen. Hat mich auch wieder gute 10 Minuten gekostet, das alles einzubauen, erst auszubauen, einzubauen, wie auch immer. Egal. Sagen wir mal, wenn man es schon mal gemacht hat, dauert es vielleicht 3,5 Stunden. Schneller ist man nun wirklich nicht. Ich bin jetzt auch kein Ungeübter. Ich habe schon ein paar Bausätze zusammengebaut und muss sagen, dass der doch, ja, das ist schon was anderes, wenn ihr sowas Kleines zusammenbaut. Aber es ist jetzt alles das drin eingebaut, was in dem Set drin war. Das ist komplett. Das ist jetzt die Karo. Ich habe den Flügel jetzt halt nur zur Demonstration drauf montiert. Der wird natürlich nochmal wieder abmontiert und lackiert. Das Stabi-Set vorne habe ich das mittlere drin. Hier steht es auch. F für Front und habe die 1,2 mm. Das Fahrwerk, also der Wagen macht echt einen super Eindruck. Ich zeige ihn jetzt hier einmal so. Na? Das ist jetzt hier so der Aufbau. Hier kommt der Akku rein, hier kann ein schön langer rein. Motor und den Regler packt ihr hier oben drauf, weil hier dafür kein Platz mehr ist. Das passt nicht, das habe ich schon bei anderen gesehen jetzt am Wochenende, letztes Wochenende, weil die Karo gibt es her. Da oben in der Fahrerkabine kann der Regler verschwinden, wenn er nicht allzu hoch ist. Das muss ein flacher sein. Das sind sowieso diese 35 oder maximal 50 Ampere Regler. Die sind flach, das ist ein bisschen Platine mit ein paar Kühlrippen oben drauf. Die passen da schon rein. Der Motorhalter ist noch nicht fest, eben weil ich keinen Motor habe bisher. Servo ist natürlich schon verbaut. Das funktioniert auch alles sehr gut. Hier sieht man jetzt auch so ein bisschen. Da unten ist die Mutter. Die ist eigentlich rot. Da habe ich mit der Zange so arbeiten müssen, dass der Lack abging. Das kotzt mich so ein bisschen an. Aber ich hatte keine Wahl. Ja, leider gibt es keine Anleitung für die Stabis. Hier hinten zeige ich nochmal den anderen Stabi. Da habe ich den dicken genommen, weil die Federn hinten wie beim Desert Truck auch schon wieder ein bisschen weicher sind. Da wollte ich ein bisschen Unterstützung haben. Und das ist jetzt der 1,5er. Also hier sind 0,3 mm Unterschied. Das merkt man schon, das ist erstaunlich. Ja. Was wollte ich sagen? Das.
Technik. Akku habe ich jetzt hier zum Beispiel, guck mal hier. Und zwar die neuen Quantum SLS-Akkus. Das ist jetzt ein 3S-Akku, der passt leider nicht in das Auto. Dass sie 5 mm zu breit sind, das wusste ich schon. Ich wollte sie trotzdem haben. Ich hab beim anderen auch schon das Akkufach angepasst. Das ist mir relativ egal. Nur hier passt er leider nicht, weil der Akku halb unter der Dämpferbrücke liegt. Chassisbrücke hier. Unter der passt da nicht drunter. Das funktioniert leider nicht. Hab aber auch noch genug andere Akkus. Die passen nämlich rein. Das sind genauso die Quantum von SLS. Kosten 15 € das Stück. 2200 mAh. Ihr könnt die mit 5C laden. Also die sind ratzfatz vollgeladen. Und genauso hier von HRC. Die passen auf jeden Fall rein. Gerade weil die auch schmaler sind und passen genau in den Akkuhalter. Eigentlich muss das trotzdem passen. Das sind echt nur 2, 3, 4, ja, es sind diese 5 mm. Egal, auf jeden Fall passen die SLS auch perfekt von der Länge rein. Also, wenn ihr damit leben könnt, dass ihr hier im Grunde an der Außenseite hier den Halter im Grunde entfernen müsst, nur das, was den Akku hier hält. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht hier, da, den hier. Und den, dann hält die Wanne den Akku immer noch. Das ist gar kein Problem. Die Karo ist auch über der Wanne. Und zwar mit einem ganz guten Abstand sogar. Also das wäre eigentlich kein Problem, wenn ihr das so machen wollt. Ich werde es auf jeden Fall so machen, damit auch meine SLS-Akkus da reinpassen. Sowieso hält der Straps, nach innen können sie nicht. Da lasse ich den Halter, damit die nicht an die Welle kommen. Das wäre ja schade. Ja, Getriebefett oder sagen wir mal, ich habe Teflon Grease genommen, Teflonfett, und zwar dieses hier. Das ist sehr gut, wie ich finde. Habe ich mir bei Staufen mal geholt, hat ein paar Euro gekostet. Habe ich vorne und hinten jetzt einfach ins Stiftgehäuse geschmiert. Befüllt. Oh, da ist schon ein bisschen Widerstand, der muss ich noch ein bisschen einfahren hier. Befüllt habe ich die Diffs mit 3000er. Wie es angegeben ist. Nur leider ist die Tüte liegt da hinten noch. Die habe ich noch nicht aufgemacht. Genau, vorne das Diff in. Moment mal. Nein, ja doch, 3000 die Diffs, genau. Vorne wie hinten, das ist beides gleich. Die Dämpfer vorne habe ich mit 400 gefüllt. Und hinten andersrum. Vorne 650, hinten 400. So habe ich es gemacht, genau. Hinten müssen die natürlich ein bisschen weicher sein. Da ist das Auto auch generell von Haus aus, von Werk aus, ein wenig weicher, eben weil das eben das bessere Sprungsetup ist. Wenn ihr so einen Wagen auf einer Strecke fahrt, auf einer Teppichstrecke, dann sind da Hügel drin, dann springt der. Wenn der hinten zu hart eingestellt ist, fliegt er euch nach vorne hinüber. Und ihr habt bei diesen Autos wirklich wenig Luftkontrolle. Gerade eben, weil die Räder so klein sind und weil das Auto so klein ist, ist das nicht so wie mit dem Truggy mit dem Kraton oder Antalion, mit denen ihr die Luft perfekt steuern könnt. Nein, hier ist das doch ein bisschen anders. Aber der springt so schon extrem gut. Ich habe das hier alles schon gesehen. Ja, was dabei liegt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Zähne es sind. Es sind drei Ritzel. Man hat drei Ritzel, die dabei sind. Da kann man sich eins aussuchen, man muss natürlich zählen und wahrscheinlich auch mal raufschreiben, welches ist. Es steht leider nicht drauf. Und ich war am Ende überrascht. Oh, was ist das denn? Was habe ich denn hier noch alles über? Und zwar steht natürlich drauf, Spare. Das sind alles Ersatzteile, falls ihr mal was verliert, weil hier sind wirklich, das Auto besteht fast nur aus, ja, Schrauben mit einem 1,5 mm im Brustkopf. Und da kann ich vom Glück reden, dass ich die Aeromex habe, weil die Schrauben sind nicht die besten, sind aber auch nicht die schlechtesten. Sie sind schön hart, teilweise sind die Köpfe aber hier oben, die Innensechskantköpfe, so eng, dass ihr schon reindrücken müsst. Und dann, es lassen sich einige Schrauben auf gut Deutsch echt beschissen reinschrauben, ist aber so, ja, halb so wild. Hat ja gut funktioniert. So, wann da jetzt Technik reinkommt, weiß ich nicht. Wie er lackiert wird, weiß ich auch noch nicht.
Ich bin gespannt, was ich mir da einfallen lasse. Ich habe eher Bock auf Neongelb. Ja, mal gucken. Ich habe ja schon gesehen, es gibt für solche Autos ja auch Lenermotoren. Nein, 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 nein. Das wäre Wahnsinn. Da kosten Lena, ich glaube, der Motor dafür kostet irgendwie an die 100 Euro. 120, 150 sogar. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Das wäre ein bisschen krank. Aber naja, mal gucken. Gut, dann war es das so erst von mir. Also zusammengefasst, am besten eigene Öle nehmen. Fett braucht ihr. Ihr braucht auf jeden Fall gutes Werkzeug. Ihr braucht stabiles Werkzeug, weil sonst gehen euch die Schrauben kaputt. Ritze sind dabei. Auf die Akkugröße müsst ihr aufpassen. Am besten sind wirklich eine 30 mm Breite. Hier sind noch die Scheibenkleber für die Karosserie. Und ja, ungefähre Bauzeit 3,5 bis 4 Stunden. Wenn ihr es an einem Stück macht, wenn man mal so drüber nachdenkt, das ist ein halber Arbeitstag im Grunde. Und das ist eigentlich schon, ja, das müsst ihr nicht an einem Stück machen. Ne? Ihr könnt das auch über 3 Abende hinziehen oder so. Außer ihr habt wie ich ein bisschen Zeit, dann macht ihr es so. Gut, das war's von mir. Bis dann.